Die Provinz Mantua gehört zur Lombardei. Hier befindet sich auch die norditalienische Gemeinde Casaloldo. Im 2700 Einwohnerdorf befindet sich das Familienunternehmen Azzini. Patriarch Gianpietro Azzini, Don Pietro genannt, leitet zusammen mit seinem Sohn Luca das große Lohnunternehmen. Also die Sache begann in den 50er Jahren. Mein Vater und seine Brüder haben sich auf Lohnarbeiten verlegt und wir haben das dann weitergeführt. So hat sich der Betrieb entwickelt. Und dann ist Luca dazu gekommen. Auch er begeistert sich für Landmaschinen. Das Lohnunternehmen hat 6 festangestellte Mitarbeiter sowie rund 6 Saisonkräfte, je nach Bedarf. Wir arbeiten in einer von der Viehwirtschaft geprägten Gegend. Es gibt sehr viel Nutzviehhaltung. Hauptsächlich arbeiten wir aber mit Kulturpflanzen, Maisanbau und Getreide, ebenso wie der Erzeugung von Viehfutter. Und wir sind viel mit der Entsorgung von Gülle beschäftigt. Wir haben eine Trocknungsanlage, um Getreide lagerfähig zu machen, und wir übernehmen die gesamte Bodenbearbeitung, von der Vorbereitung über das Pflügen, die Aussaat, eben alles, kann man sagen, bis zur Ernte des Produkts. Im Auftrag von Landwirten bearbeiten Don Pietro und seine Mitarbeiter rund 7000 Hektar Land im Jahr. Seit 1999 setzen sie auf die Marke Fendt. Wir hatten diese Leidenszeit hinter uns mit den italienischen Traktoren. Und da haben wir halt beschlossen, mit einem Fendt weiterzumachen. Obwohl der deutlich mehr kostete als andere Traktoren, haben wir uns dafür entschieden, einen auszuprobieren. Und wir wechseln die Marke nicht mehr. Jetzt machen wir damit weiter und Punkt. Gerade in der Maisernte haben die Azzinis jede Menge zu tun. Dann sind alle Fahrer draußen und keine Maschine steht still. Seit 2013 ist auch ein Fendt-Feldhäcksler dabei. Der Lohnunternehmer hatte die Möglichkeit, den Katana 65 ausgiebig zu testen. Die Entscheidung war danach ganz einfach. Es ist ein innovativer Kornprozessor, verglichen mit den Wettbewerbern. Und er hat optimale Ergebnisse beim Endprodukt geliefert. Und er bietet viel Komfort durch seine gefederte Hinterachse. Der serienmäßige Allradantrieb ist auch sehr praktisch. Dann die Schalldämmung der Kabine. Es ist eine sehr geräuscharme Kabine, die dem Fahrer hilft, einen harten Arbeitstag zu überstehen. Ja, genau. Der bei Fendt-Traktoren übliche Komfort, den haben sie auch auf den Feldhäcksler gebracht. Matteo Soldati ist Milchviehhalter aus der Provinz Mantua. Er hat rund 350 Kühe in Laktation. Milch seiner Kühe wird für die Herstellung des traditionellen Hartkäses Grana Padano verwendet. Ich habe diesen Lohnunternehmer gewählt, weil er Maschinen hat, die meiner Meinung nach sehr leistungsstark sind, was das Häckseln angeht. Zum Beispiel sein neuer Feldhäcksler Katana, meiner Ansicht nach einer der besten, was den Schnitt angeht und auch das Anschlagen des Korns. Ich arbeite schon seit 20 Jahren mit diesem Lohnunternehmer und habe nicht die Absicht zu wechseln. Nein, auf keinen Fall, denn ich bin in jeder Hinsicht zufrieden. Die Wahl des Feldhäckslers ist eine sehr wichtige Angelegenheit, eine echte Investition. Der hat seinen Preis, eine ziemliche Summe. Mit Sicherheit eine gute Maschine, das kann ich sagen.
Die Nähe zu den Kunden und vor allem ihre Zufriedenheit sind Don Pietro wichtig. Denn auch in Zukunft möchten er und sein Sohn Luca das Lohnunternehmen Azzini als erfolgreiches Familienunternehmen weiterführen.